Spieltag 4, heute zerstöre ich alles. Let's go. Ich bin Kessem, euer Liga-Insider, und ich wollte das Intro heute einfach nur nutzen, um Danke zu sagen. Danke für 29.530 Freundinnen und Freunde, die den Weg hier zu uns gefunden haben. Das ist einfach großartig. Und ja, ich lasse die Herzen fliegen, und die lassen wir jetzt auch fliegen in die Matchups. Und wir starten rein mit dem ersten Matchup, und das geht heute direkt los. Heute Abend 20:30 und das ist Augsburg gegen Mainz. Wo sind denn hier meine Augsburg-Fans? Die waren ja vom Teamcheck ein bisschen sauer, weil wir die so niedergerankt hatten. Und an alle Augsburg-Fans, die hier noch da sind, die hier noch zugucken, macht hier gerne mal ein Feuer in die Kommentare. Dann weiß ich nämlich, dass ihr hier noch dran seid. Und jetzt nämlich mit erstem Saisonsieg im Gepäck richtig gut hier. Torup mit Find the Pro-Einwechslung, Kabadaye, einfach den Deckel drauf, Basis drauf gemacht. Und Mainz verliert in Überzahl gegen clevere Bremer. Hat mich ein bisschen enttäuscht. Deswegen muss ich hier nochmal die Find the Pro ausgeschieden Musik auch nochmal drauflegen. Formkurve zeigt hier in entgegengesetzte Richtung. Ich fühle bei dem Spiel aber absolut gar nichts. SND hier, der doppelt gebratene Babyschwimm von Podcast-Legende Fadi, ausgebrannt. Und Mainz Burkhardt mit einem Tor aktuell aus 3 Spielen. Das ist mir auch... Es ist hier Magerkost, also das wird auch heute generell ein schweres Spiel. Also ich drücke hier einfach mal auf das 0-0. Ich glaube, hier fallen keine Tore. KI 1-1 geht hier mit mir mit dem Unentschieden. Und Redaktion geht auf Mainz 1-2, mutig. Mein Mann ist Kevin Schlotterbeck gegen St. Pauli. War da schon der Aggressive Leader, das seht ihr hier schon. Springt hier nämlich hoch und schreit hier in die Gegend. Daher, Form ist hoch. Matchup passt auch, Mainz mit 5 Toren aktuell aus 3 Spielen, also das ist okay, aber ein Stürmertor lediglich. Ich glaube, der wird Burkhardt da gut in Schach halten, und ja, ist hier mein Mann Schlotterbeck Junior, wird hier aufräumen und ist mein Hausmeister des Spieltags. Und ja, Spieltag 4 hat natürlich auch eine Viererkonferenz, und da gehen wir jetzt mal rein. Und vom Hausmeister gehen wir zum General, und das ist Frank Schmidt. Ja, fuchsiger Start von ihm. Im Teamcheck hatten wir sie ganz unten ebenfalls auch gerankt, die Heidenheimer. Für mich bisher das Überraschungsteam der Runde gerade. Selbst gegen den BVB nicht aufgesteckt und es nochmal spannend gemacht hinten raus. Freiburg gefällt mir aber hier richtig gut. Das ist nämlich der Gegner in Heidenheim dieses Wochenende. Und wir haben hier Talentmagnet Schuster. Der entwickelt fleißig Rosenfelder auf seiner Entwicklungscouch hier. Und der zementiert hier schon seinen Startplatz. Finde ich richtig cool. Und ich mache hier den Hubi-Trick von letzter Woche. Eher verrate ich euch natürlich noch meinen Tipp. Und das ist, ich sag Artubulu jetzt mal zu 0. 2-0 für Freiburg. Auswärtssieg. KI dribbelt auf 1-1. Und Redaktion guckt bei der KI ab. Tatsächlich. Kein Wunder, dass die gerade abkacken. Und ja, sagen auch 1-1. So, zurück zum Hubi-Trick. Linke Offensivseite sticht gegen Heidenheim. Da habe ich einen Inform-Player hier mit Vincenzo Grifo. Der ist nämlich wieder in seiner Superform, wieder in seiner Prime zurück. Und guckt euch mal die Shape an hier auf dem Bild. Ja, der ist wieder voll da. Gefällt mir richtig gut. Form ist top, Matchup ist auch top. Und wird Zeit für seinen ersten Treffer, Vincenzo Grifo. Let's go. Es geht an den Weserstrand, und da liegt Bennett mit Sonnenhut und kühlem Getränk, und er zuckt einmal kurz zusammen bei der Friedel roten Karte. Ja, ja, die sieht er nämlich. Da fehlt jetzt der Abwehrchef der Bremer, und es rollt der Bayern Express ins Weserstadion. 9 Tore gegen Zagreb, die einfach vernichtet. Bayern macht mir gerade wirklich ein bisschen Angst, muss ich hier ehrlich sagen. Ole Werner ist ein Fuchs und der wird uns überraschen, aber Kompany ist fuchsiger als jeder Fuchs gerade. Den wird er nämlich nicht überraschen. Harry Kane vielleicht gerade in der Form seines Lebens. Spieltagsranking haben wir ihn auch auf der 1. Torboost 72%, gibt gerade keinen höheren Boost. Ich sag einen Satz, gut merken. Bremen ist dieses Wochenende Futter für Kanonen. Bayern zieht es 3-1. KI mit Werner Kappe hier unterwegs. Glaubt, es wird knapper. 1-2 und Redaktion Feuerwerk. 4-0 für die Bayern. So, mein Pick kommt aber von Bremen und steht im Kasten. Michael Zetterer, der war nämlich auch schon beim 0-1-Sieg letzte Saison. Ich erinnere gerne dran, 18. Spieltag haben die Bremer 3 Punkte aus der Allianz Arena in mich entführt. Und Michael Zetterer stand da im Kasten, 7 Paraden. Der könnte hier wieder zum Gamechanger avancieren, gerade wenn es knapp wird, auch so wie die KI es prognostiziert. Bin ich ja mal gespannt.
So, wir fahren ins dänische Berlin. Wave the Breaker weiß das. Und Union Berlin gegen die TSG aus Hoffenheim. Union die drittwenigsten Tore und Großchancen zugelassen. Ja, das sagt gerade viel aus über den Bo Svensson-Spielstil, der einfach super funktioniert hier gerade. Das Auffangnetz ist installiert. Und Hoffenheim, ja, letzte Hoffnung, die ich gestern noch hatte, die zerfällt hier gerade. Denn das Leben des Brian aus unserer Redaktion, unser Allesmacher gerade, der hat mal was gelüftet gestern im Gamechanger am Donnerstag. Wir hören noch mal ganz kurz rein. Wir haben Kramaric aus der VA rausgedreht. Zur Sicherheit erstmal, weil er scheint doch etwas mehr angeschlagen zu sein und könnte die Partie verpassen. Kramaric könnte ausfallen und ich hatte den gestern ja schon für die Halbfeldflanken. Das ist ein ganz wichtiges Element für das Hoffenheimer Spiel. Das könnte nämlich hier wegbrechen und dann wäre es nämlich noch viel schwieriger, wenn hier schon der wichtigste Mann fehlt. Der macht ja nicht nur die Halbfeldflanken, sondern der schießt natürlich auch gerne mal die ein oder anderen Tore oder erzeugt hier Schussgefahr. Ja, der fehlt und Bo Svensson hat aus Leite einen neuen Weltverteidiger gerade geformt und Vogt, habe ich auch auf dem Zettel, spielt nämlich gegen seinen Ex-Club, das wird auch eine heiße Nummer. Svensson macht die Mitte dicht, das habe ich hier geschrieben, TSG wird sich die Kugel da irgendwie im Ballbesitz ein bisschen rumschieben. Aber die gefährlichen Aktionen, die werden dann von Union Berlin kommen. Ich mache es hier nochmal wie gegen Pauli. Da lag ich schon goldrichtig mit meinem 1-0. Das mache ich hier nochmal. 1-0 Union Berlin. KI 1-1. Ja, heute nur 1-1 oder wie? Bayern knapper Sieg hier von der KI. Ansonsten tippt die hier nur 1-1. Richtige Clowns-Show hier wieder. Redaktion ist mit mir. 2-1. Auch Union Sieg. Bin ich gespannt, wer für die TSG trifft. Mein Mann aus dem Spiel, der ist 1,92 lang, Linksfuß, blonde Locken und der schädelt einen rein, sag ich. Tom Rothe, mein Pick hier, super Form, rechte Abwehrseite von TSG ist verwundbar, die formiert sich da irgendwie auch gerade neu und der wird da offensiv wirbeln und öfter durchbrechen. Torboost 5%, die reichen mir, die nehme ich. So, Bochum gegen Kiel, Bochum für mich esprilos aktuell, auch wenn sie mich mit dem 0-1 mit dem Führungstreffer in Freiburg schon überrascht haben. Gestern im Datengold-Video, da habe ich ja mal was enthüllt. Die beiden Teams hier gerade, die wir hier sehen, das sind nämlich die Teams, die hier am meisten zulassen. Mein Kopf sagt Bochum, mein Herz sagt Kiel. Ich trenne das Ding hier mal 1-1. KI ist mit Bochum unterwegs, 2-1, spannend, guter Tipp. Und mal Lob hier an die KI, oder sonst hier immer arg gebeutelt von mir. Redaktion clever, 1-0. Mein Gamechanger, schlechte Form und schlechtes Matchup. Ich glaube an ihn, krempelt sich ja auch schön die Ärmel hoch und die brauchen den jetzt auch, die Kieler. Die brauchen ihren Anführer. Luis, du bist der Anführer. Mach mal hier was. Schick mal die Störche an die Punktekasse und besorg hier mal zumindest ein Unentschieden. So, unser Bundesliga-Topspiel 18:30, Frankfurt gegen Gladbach am Samstag. Das Duell der neuen Torhüter habe ich hier mal. Die brasilianische Spinne Kawa Santos gegen den deutschen Nicolas. Das Frankfurt-Lager brennt aktuell, weiß auch mein Frankfurt-Insider. Ich zitiere den hier mal. Mit Bock, Bock, Bock Fußball gegen Hoppenheim. Power in der Bude, hat er mir geschrieben. Richtig geil. Auch wenn er mit Elias meckert, zeigt die Mannschaft insgesamt Fortschritte. Besonders im Passspiel und bei der Seitenverlagerung. Das gefällt hier meinem Insider. Die Angriffe werden seltener abgebrochen und alles wirkt runder. Das ist doch hier schon mal ein kleines Lob an Dino Topmöller und das neue Trainerteam. So darf ich ihn hier nämlich zitieren. Ich nehme hier mal das 2-1 Frankfurt. KI 2-1 Frankfurt. Redaktion 2-1 Frankfurt. Das ist hier ein Doppelspicker. Das melde ich hier mal dem Rektor. Nkunku mit defensiver Absicherung von Theate hatten wir gestern auch im Podcast. Der kann hier frei aufspielen. Theate sichert ab. Tuta gefällt hier auch sehr gut in der Absicherung. Hatten wir gestern auch im Podcast drin. Und ich nehme hier, das ist mein Mann hier, Nils Nkunku. Schreibt Nkunku mal auf der Tastatur. Exakt, da ist eine Drehung drin. Und die wird er auch im Spiel zeigen. Und Form ist mir auf gut Deutsch scheißegal. Matchup ist top. Gladbach, RIV, E-Problemzone, nicht erst seit gestern. Deswegen nehme ich hier Nils Nkunku. So, ich bin euch mal den aktuellen Tabellenstand schuldig. Letzten Spieltag habe ich mal dominiert. 11 Spieltagspunkte. Und Junge, muss ich jetzt bestätigen. So, das mache ich jetzt auch. Und bin hier dran. Redaktion führt noch mit 28 Punkten. Ich komme da mit 27 direkt hinterher wie die Eisenbahn. Und abgedroschen, letzter Platz, 22 Punkte. Ja, nur XGs abrechnen da irgendwie reicht nicht. KI auf dem letzten Platz hier. So, Leverkusen, wir springen mal in den Sonntag rein. Leverkusen gegen Wolfsburg. Champions League am Donnerstag. Das ist gefühlt wie am Dienstag. Ein schönes Wochenende wünschen. Ja, Mentalität stimmt auf jeden Fall bei Leverkusen. Xabi, für ihn null Problem hier. Wer die Tore gestern gesehen hat wieder, ne? Es
ist ja Wahnsinn. Also Boniface da mit No-Look-Pass, da habe ich auch noch hier sein FIFA-Karten-Pass-Rating-Video noch im Ohr, wie er sich da über sein Pass-Rating da echauffiert und aufregt. Ja, völlig zu Recht, weil was der Typ da gerade macht, auch im Pass-Game, das ist unfassbar. 4-0 in Rotterdam gezaubert und ich sage, Wolfsburg ist nicht Rotter als Damm. Ich sage hier 3-0. KI 2-1 und Redaktion zeigt keine Reaktion, obwohl ich den Rektor rufe. Die gucken noch mal ab. 3-0. So, mein Spieler ist lame. Ich weiß, Spieltagsranking nur die 10. Ich habe ihn höher. War ich sehr verwundert. Form ist top, Matchup ist top. Alles hier 1 mit Sternchen. Grimaldo im Modus. So, für mich das Spiel des Wochenendes, das muss ich sehen. Stuttgart mit Push aus dem Bernabeu und BVB mit Cruiser-Win gegen Leichtgewicht Brügge. Ja, ja, Gittens und Gerassi, das waren hier die Torschützen. Das waren auch meine ursprünglichen Picks für die Saison. Svenno, sag es hier nochmal, komm. Deswegen ist Gerassi so wichtig. Der ist eine super Kombo. Der ist der Typ Bolzenschneider im Disco-Kugel-Design. Ja, ja. Gerassi entscheidet hier, wie das Spiel läuft. Das ist hier mein Call. Da wird eh viel Spotlight auf ihn scheinen, auf jeden Fall. Und ist ja natürlich auch sein alter Verein. Gerassi, der ist ganz cool. Der weiß in Stuttgart, wo die Tore stehen. Torboost 32% ist hier mein Mann. Ja, ja, Spielerpick habe ich damit schon mal vorweggenommen. So, die XGs sind hier so nah wie bei keinem Matchup sonst. 1,47 für VfB Stuttgart und 1,52 für Dortmund. Also KI erwartet hier wohl ein sehr enges Spiel. Ich gehe mit Torfestival wie Fadi. 3-2 pro Dortmund, sag ich. Dann haben wir die KI, 2-1 pro Dortmund, auch spannend. Und Redaktion 2-2, also auch hier viele Tore werden auf jeden Fall erwartet, 3 oder mehr. Freue ich mich echt drauf auf das Spiel, mega geil. So, mein Spieler, den habe ich ja gerade schon entlarvt, sag ich jetzt auch nichts mehr zu, ist natürlich Serhou Guirassy, der entscheidet hier, wie das Spiel läuft. So, und dann gehen wir ans Millern-Tor. Trempen ging ja gestern nicht, deswegen mache ich das heute zu Fuß. Vom Personal hier, RB ist natürlich meilenweit vorne, St. Pauli mit einem ein Tor, 0 Punkte Start, das ist echt nicht geil. Und die Standards machen hier Hoffnung, habe ich gestern im Datengold auf jeden Fall gecallt. Chance nach Standards, da lässt RB was zu, aber insgesamt Counterstat dazu. Tor und Großchancen lässt RB die 5 wenigsten generell zu. Also das wird hier ein super hartes Spiel für die Kiezkicker. Das ist auch das Erwartete. Und einzig, was mir Mut macht, das ist Podcast-Gast gestern, Brian. Der war nämlich gestern zu Gast. Unser Mann hier, der hat das schön analysiert und der hat einen Kessem-Vintage-Move gemacht. Wir hören noch mal rein. Ein sehr wortgewandter, manchmal englisch sprechender Kollege von uns hat mal gesagt, Lois is my choice. Lois is my choice. Ja, Lois is my choice. Ich hatte das gesagt letzte Saison schon beim 33. Spieltag. Da hat mich Luis Openda nämlich enttäuscht. Tatsächlich eher Lois ist mal enttäuscht. Und ich nehme das Ergebnis vom letzten Saison, 33. Spieltag. Da war es nämlich auch nur ein 1-1. Und jetzt nimmt Brian hier gegen meinen Lieblingsclub, Luis Openda. Und ich sage, es geht nach hinten los. St. Pauli sackt den ersten Punkt ein, genau wie Kiel. Die Aufsteiger müssen jetzt hier mal was machen. Ich gehe hier mit meinem 1-1. Ist mein erster Hero-Call hier, diesen Spieltag. Aber RB mit einer Atletico-Pleite im Gepäck. Und jetzt geht's in die alte Festung, Millern-Tor. Und im direkten Vergleich sieht Pauli nämlich gar nicht so schlecht aus. Gab es 4-mal das Duell und 3-mal St. Pauli siegreich. Natürlich andere Vorzeichen, werden jetzt einige sagen. Aber ich bin ein Mann der Geschichtsbücher. Das blätter ich hier nämlich auf. Und deswegen glaube ich an meine Kiez-Jungs. Zumindest fürs Unentschieden 1-1. Insider KI, ja, sehr guter Tipp. 1-2 auf Leipzig. Und die Redaktion geht sogar auf 0-3. Finde ich ein bisschen hochgepokert, aber die rutschen hier aktuell eh den Bach runter. So, mein Spielerpick kommt trotzdem von RB Leipzig, ja, Leichtfuß ist er, Nusa, ja, Pauli linke Abwehrseite mit Treu, gefällt mir noch nicht so richtig und ich glaube, wenn hier einer das Spiel entscheidet, dann ist es Nusa. Ihr Lieben, das waren die Picks und gestern waren wir unterwegs im Datengold, ein bisschen statistischerer Drive. Wir waren mit Guido unterwegs diese Woche, unbedingt abchecken und damit bin ich raus, wünsche euch ein richtig cooles Wochenende, viele Punkte und sag Tschi!